Thaddäus, du kochst ja. Du siehst aus wie gekochtes Gemüse, nur schlauer. Dann sieh dir mal das an. Wär das alles, dann pass mal auf. Ha! Neues Leben, Straße 304, Thaddäus hier. Auf keinen Fall ziehe ich zu euch zurück, SpongeBob. Weißt du, ich bin jetzt endlich unter meinesgleichen. Nein, gute Nacht. Urabkaulababla. Faselblubabla, weiß auch nicht. Winterschlaf halten? Was ist denn das? Das ist, wenn man den ganzen Winter lang schläft. Kann ich das auch? Nein, du Dummerle. Das können nur Säugetiere. Es ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen, aber ich als Schwamm bin so derartig saugstark, das glaubst du nicht. Ich hab etwas für dich. Aus meinen ganz speziellen Geheimvorräten. Ping, Glitzer, Glitzer. Wow, ein goldener Pfannenwender. Und da steht sogar mein Name drauf. Ein Geschenk von einem guten Freund. Freunde beschenken einander. Und morgen habe ich Geburtstag. Und weißt du auch, was ich mir mehr als alles andere auf der Welt wünsche? Ein paar Stelzen? Stelzen, heilige Einfalt. Ich meine, nein. Was darf's sein, der Herr? Ich bin's, du Depp. Oh, hallo, Thaddäus. Was machen deine Erledigungen? Was soll das denn nun bitte heißen? Ich bin schwer beschäftigt. Das glaube ich dir. Mir gefällt dein Ton nicht. Das glaube ich dir. So besser? Hä? Was? Der Chef hat recht. Ich muss meinen Kopf klar kriegen. Wie war das Brötchen, Ketchup? Die Tür? Die Tür? Mr. Krabs, die Eingangstür ist weg! Oh. Tut mir leid, Schwamm drüber. Diese Sache mit den Gürkchen macht mich ganz wirr im Kopf. Ich gehe wohl besser nach Hause und ruhe mich aus. Wo wohne ich eigentlich? Ach so, ja. Nein, nein. War's Brötchen, Bulette, Brötchen? Oder war's Tomate, Gürkchen, Brötchen? Nein, Brötchen, nein, Brötchen, kein Schuh. Ach, ich bin so durcheinander. Ich schlaf mich mal richtig aus, dann wird mein Kopf wieder klarer. War's Matratze, Matratze, Decke, Kissen, SpongeBob? Oder war's... Oh, den Gnadenschwamm! Genau, es war Matratze, SpongeBob, Matratze, dann Decke und Kissen. Gute Nacht, Gary. Das stimmt so nicht. Gute Nacht, Gary. Warte mal, so stimmt das auch nicht. Nö, so auch nicht. Negativ. Los, komm, komm, das kriegst du hin. Falsch. Falsch. Nein, nein, negativ. Nada, niet. Ach Mensch, jetzt hab ich es fast. Wecker, Wecker. Wie mache ich das Ding bloß aus? Denk nach, denk nach, denk nach, denk nach! Gary! Schon wieder schlägt die schlimmste Stunde des Tages. Die Sperrstunde! Ja, also bis morgen dann, Mr. Krabs. Moment mal, SpongeBob! Nimm gefällig den Müll da mit raus. Ja, aber so können Sie doch nicht über den armen Thaddäus reden. Er meint diesen Müll hier, Blödschwamm. Jetzt sieh dir das an. Das ist ja ekelhaft. Oh Mama. Von Namen ist es noch hässlicher. Lass uns mit der Analyse beginnen. Warte, was ist denn das? Ja. Ich glaub mir wirklich schlecht. Meine Güte, weißt du, was das hier ist? Eklig. Nein, das ist die Fruchtblase. Wir sehen uns den Embryo an. Zwillinge. Klopf, klopf, Witze machen. Hey, Tadde, klopf, klopf. Ja, wer ist da? Ich bin's. Ha, ha, ha. Wach auf, Minion, du verbrennst mein Geld! Mr. Krabs, was machen wir jetzt? Da, nimm den hier!
SpongeBob, komm mit in mein Büro. Ja, schnapp dir ein kleines Stück Himmel und flieg damit davon. Ich bin bereit, Meister Tentakel. So, du willst also unbedingt Künstler werden? Ja, bitte. Dann hör gut zu. Kunst ist nicht nur Spaß, sondern eine Menge harter Arbeit. Okay, zunächst sprichst du mir nach. Ich habe kein Talent. Ich habe kein Talent. Meister Tentakel hat das ganze Talent. Meister Tentakel hat das ganze Talent. Ich bin froh, wenn ein bisschen von Meister Tentakels Talent auf mich abfärbt. Ich bin farbig, wenn ein bisschen von Meister Talents Tentakeln auf mich abfroht. Naja, egal. Ich raff das nicht. Ich mach mein Haus kaputt, was heißt, ich reparier's. Und deshalb räumt Thaddäus meinen Garten auf. Aber das heißt, er bringt ihn in Unordnung. Weil sauber ist nämlich dreckig und das heißt, dreckig ist sauber. Und das heißt, Thaddäus versaut mir wirklich den Vorgarten. Aber sonst würde ich meinen Vorgarten selbst versauen. Das heißt, Thaddäus ist das Gegenteil von Thaddäus, also SpongeBob. Aha, jetzt ist mir alles völlig klar. Ich muss das Gegenteil von SpongeBob sein, denn ich bin... Thaddäus! Hey! Ich will aber auch ein Gegenteil sein. Ja, endlich, juhu! Ich bin Thaddäus, 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 Thaddäus. Moment! Es reicht nicht, wie er auszusehen, um ein Gegenteil zu sein. Du musst dich auch wie er benehmen. Mann, oh Mann, ich liebe meine Klarinette. Ich übe den lieben langen Tag, aber ich werde einfach nicht besser. Und jetzt du. Okay. Ich bin Thaddäus, Thaddäus, Deus, Deus, bin Thaddäus, 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 Deus, Deus. Bitte nach Ihnen, Mr. Thaddäus. Das ist nett, danke, Mr. Thaddäus. Sie sind stets willkommen, Mr. Thaddäus. Okay, SpongeBob, pass gut auf. Jetzt malen wir unsere Streikschilder. Das ist mit das Allerwichtigste bei einem Streik. Ist das so richtig? Nein, da müssen bohrende Vorwürfe drauf. Das sind Streikschilder. Wie wär's damit? Nö. Hier, das ist ein Streikschild. Krosse Krabbe unfair. Kurz, knapp, auf den Punkt. Guck mal, wie wir sind damit. SpongeBob, das heißt unfair, nicht macht Spaß und ist fair. Was macht Spaß und ist fair? Ich könnte ein bisschen Spaß vertragen. Na da, die krosse Krabbe. Hey, kommt mit, da drin macht Spaß und ist fair. Hey! Gut, du hast gewonnen. Ich muss dir wohl ein Geständnis machen. Ihr habt... eine Glatze? Ich hab keine Glatze, ich lebe! Dem, was du für groß hältst und dem, was ich für groß halte, ist ein Riesenunterschied. Und überhaupt hat der meinen Schwanz und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Na gut, aber was ist, wenn der Wurm deinen Schwanz gar nicht hat? Aber wenn er ihn nicht hat, wer dann? Ich hab ihn. Ach ja, wo denn? In meiner Tasche. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Gib ihn her! Na los! SpongeBob, das ist eine Büroklammer und ein Stück Faden. Nein, nein, das ist dein Schwanz. Was soll denn der Quatsch? Woher weißt du, wie dein Schwanz aussieht? Hast du hinten Augen? Oh, geh nicht! Bitte, bitte geh nicht! Sag mal, was ist überhaupt los mit dir? Ich gebe diesem schleimigen Scheusal jetzt ein paar auf die Nuss und du wirst mich nicht davon abhalten. Ach, meinst du? Und wenn ich sage, Blagen verzippeln, oh Gib... Also, ich gebe zu, das bringt mich ins Grübeln. Aber ich gehe trotzdem. Hey, Thaddäus. Hey, Thaddäus. Hey, Thaddäus. Hey, Thaddäus. Hey, Thaddäus. Okay, ich geb's auf. Was willst du mir so Wichtiges sagen? Weißt du, was heute für ein Tag ist? Thaddäus Nervenrumtrampeltag? Nein, du Dusel. Der ist am 15. Hallo, Sandy. Kennst du schon den Witz mit dem Eichhörnchen und den Blechdosen? Nö, ich glaub nicht. Dann pass auf, der geht so. Oh, halt, ich hab die Pointe vergessen. Ach ja, genau. Der war
war doch gut. Findest du nicht? SpongeBob! Hey, ich habe dir nicht befohlen, aufzuhören. Los, spiel weiter. Und du erzählst mir jetzt noch einmal diese Geschichte von dem Mann aus Peru, hä? Ich bin hier, um schöne Musik anzuhören. Wenn mein Wunsch nicht erfüllt wird, kostet dich das deinen Kopf. Thaddäus. Auf keinen Fall. Bitte, SpongeBob, keine Tricks. Ach was, vertrau mir einfach. Spinnst du? Wieso spielst du diese wunderbare, faszinierende Musik nicht weiter? Diese Musik rührt mich derartig, dass ich befürchten muss, mit meinen Tränen meine kostbare Robe zu benetzen. Ja, der war wirklich gut. Jetzt bin ich dran. Hast du einen guten Witz auf Lager, Papierchen? Was passiert mit dem Papier, das in den Ozean fällt? Weiß nicht, was passiert mit dem Papier, das in den Ozean fällt. Es wird pitschepatsche nass. La, 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 la. Was hast du da gesagt? Texas ist doof. Wage es nicht, den Namen von Texas in den Dreck zu ziehen. Wir dürfen also nichts Schlechtes über dieses doofe Texas sagen? Nein, dürft ihr nicht. Dürfen wir dann sagen, dass die Leute aus Texas doof sind? Nein, ihr habt gar nicht das Recht, überhaupt etwas über Texas zu sagen. Ach so, dann ist also alles ganz super toll in Texas. Hey, pass bloß auf, SpongeBob. Guck mal, Patrick, ich bin Texas. Howdy allerseits. Ich bin auch Texas. Howdy allerseits. Ich bin ein Kuhbauer. Ich fresse Pferdemilch. Howdy allerseits. Und fresse Pferdemilch. Ihr hört jetzt wohl besser auf damit. Die Sterne am Firmament sind doof und trübe, wenn sie über Texas scheinen müssen. Hey, Patrick, wie sehe ich jetzt aus? Dämlich? Nein, natürlich wie Texas. Wo liegt denn der Unterschied? Aufwachen, Gary. Heute ziehen wir hier aus. Ganz genau, wir lassen alles zurück. Ab heute sind wir Penner. Kein Schneckenfutter mehr. Tut mir leid, Gary. Penner essen nur alte Muschelschalen. April, April. Guten Appetit, mein Junge. Hab ich einen Durst. Das löscht auch extremen Durst. Ich bin ganz erschöpft. Ich kann's kaum erwarten, all diese Drinks zu kippen. April, April. Reingelegt. Worüber freut der sich denn so? Was? Der 1. April? Oh, der 1. April ist SpongeBobs absoluter Lieblingstag. Mr. Krabs, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ich habe mir was ganz Furchtbares eingefangen. Was hast du denn? Ich habe einen Blick auf den Kalender geworfen. Oh, bleib dran, Thaddäus. Hier möchte dich jemand gerne kennenlernen. Er kommt vom Kunstmuseum in Barnacle Bay und er möchte dich zum Künstler des Monats ernennen. Ich stehe zur Verfügung. Was? Was ist so komisch? Wo ist der Kunstfritze? Du hast dich knapp verpasst. Aber er hat gesagt, wir sollen die ausrichten. Was ausrichten? Er hat gesagt, ich soll dir sagen, April, April. Ha. Na gut, aber kann dein Papier auch Musik machen? Hurra, hurra, das war grandios. Und durch die ganzen falschen Töne wird's auch viel authentischer. Was? Ich hab keine falschen Töne gespielt. Naja, pass auf, du spielst das so. Aber eigentlich geht's ja so. Also mir persönlich gefällt's ja auch in A-Moll.
Mach's mal klar, du hast versagt. Du musst viel aggressiver sein, um das zu kriegen, was du willst. Du bist zu weich. Ich bin ja auch ein Schwamm. Ich will das nicht hören. Da ist dieser Typ, der dir das Eis weggeschnappt hat. Willst du es dir nicht wiederholen? Oh ja, Eis. Hey, Langer, hör mal her. Mein Freund hat dir was zu sagen. Hä? Hat jemand was gesagt? Warst du das? Und jetzt sagst du ihm mal, was Sache ist. Los, sei energisch. Eigentlich ist das da mein Eis. Klasse. Und jetzt gib's ihm richtig. Aber ich geb's ihnen. Hey, danke. Oh nein. Entschuldigen Sie, junger Mann. Können Sie mir sagen, wo die Gabeln sind? Sie sind genau vor Ihnen, meine Dame. Hier. Ach, aber das ist ein Löffel. April, April. Ja. Willkommen in der Karossenkarabbe. Was kann ich für Sie tun? Also, ich will zweimal große Pommes und einen Jumbo-Krabbenburger. Hey, was ist das? Ich weiß nicht, ich sehe nichts. Hey, wo ist der andere hin? April, April, ich bin immer noch da. Hey, da war ich gut. Was machst du hinter dem Tresen? Entschuldigung, könnte ich ein paar Eiswürfel hier reinhaben? Natürlich, ein paar Eiswürfel kommen sofort. Hier, bitteschön. Danke sehr. April, April! Was hast du da reingetan? Ich habe... Du hast was? Sie haben doch nach ein paar Eiswürfeln für Ihr Getränk gefragt. Aber ich habe nur einen reingetan. Also das ist schon ziemlich komisch. Ich habe was gefunden. Entschuldigung, mein Metalldetektor ist kaputt. Kann ich mir den mal leihen? Na klar. SpongeBob, es ist Zeit für deine nächste Lektion. Sag dem Typ, er soll sich auf die Socken machen. Hey, wollen wir uns auf die Socken machen? Ja. Ah, wie kann man nur so dämlich sein? Sag ihm, er soll sich ins nächste Loch verziehen. Hey, verzieh dich mal in das Loch da. Wow, eine alte Schatzkiste, danke. Hast du das gesehen? Er hat eine alte Schatzkiste gefunden. Ich glaub, du kapierst das nie. Sag ihm, dass du Karate kannst und ihn sowas von platt machst, wenn er dir nicht den Metalldetektor zurückgibt. Hey, ich mach dir die Schnürsenkel zu, wenn du mir das Ding dann nicht zurückgibst. Aber ich hab doch Gesundheitssandalen an. Na dann, nichts für ungut. Alles prima, er hat Sandalen an.